Liebe Brüder und Schwestern, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit führen. Ja, das hohe Pfingstfest, das Hochfest des Heiligen Geistes, haben wir am vergangenen Sonntag gefeiert. Er führte uns ja hinein in das Geheimnis Gottes. Gott ist so groß, so geheimnisvoll, so wunderbar, dass wir ihn als Menschen eigentlich nicht begreifen können. Ja, dass wir diesen einen Gott, sein Geheimnis mit unserem Verstand nicht erfassen können. Wir brauchen die Offenbarung Gottes, damit wir erkennen, wer Gott ist. Von sich selber aus kann der Mensch diesen wunderbaren Gott, unseren Schöpfer, nicht wirklich erkennen. Aber auch das, was wir jetzt verstehen, ist ja nur ein kleiner Teil. Das, was wir nicht kennen von Gott, seine Größe, seine Herrlichkeit, ja sein göttliches Wesen, sein Geheimnis, das ist ja immer viel größer als das, was wir schon von ihm verstehen. Und dennoch ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ein Gott in drei Personen. Und dennoch haben wir einen Vater im Himmel, der uns liebt, der mit Liebe auf uns schaut, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, Gott, der Vater, hat alles geschaffen, er ist der Schöpfer. Er hat uns das Leben gegeben, er hat alles geschaffen durch sein Wort. Und dieses Wort ist sein Sohn, Jesus Christus. Durch dieses Wort hat er alles ins Dasein gerufen, hat er gesprochen, es werde und es wurde. Ja, durch seinen Sohn hat Gott, der Vater, alles geschaffen und durch seinen Heiligen Geist. Gottes Geist, Gott ist Liebe. Und dieser Heilige Geist ist vor allem Liebe, Wahrheit, Licht, Leben. Durch Gottes Geist erfüllt der Vater im Sohn alles mit göttlichem Leben. Er erfüllt uns mit seinem göttlichen Leben. Wir können es ja gar nicht fassen, dass Gott ja auch in uns Wohnung nehmen möchte, ja, dass er schon in uns wohnt durch die Taufe, denn wir sind getauft auf den einen dreifaltigen Gott. Wir sind getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und auch diesen Gottesdienst haben wir im Namen des einen dreifaltigen Gottes begonnen. Im Kreuzzeichen bezeichnen wir uns mit dem Zeichen des Heiles, mit dem Zeichen des einen und dreifaltigen Gottes, mit dem Zeichen des Kreuzes Jesu Christi, durch das uns Heil und neues Leben geschenkt worden ist. Ja, der Vater, es heißt in der Schrift, hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn für sie hingab. Ja, der Vater liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn uns schenkt. Er gibt ihn für uns hin, im Opfer des Kreuzes, in seiner Menschwerdung. Und dieses Kreuzesopfer, es übersteigt sozusagen die Zeit. Dieses Kreuzesopfer Jesu Christi bleibt präsent, gegenwärtig, unabhängig der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende. Denn Gott steht über der Zeit und über Raum. So wird dieses Kreuzesopfer Christi bei jeder heiligen Messe Gegenwart. Mitten unter uns gibt Jesus am Kreuz sein Leben hin. Stirbt er für uns. Mitten unter uns geschieht Ostern, Auferstehung. Leiden und Sterben, Tod und Auferstehung Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Weil Gott
aus Liebe zu uns Rettung und Heil schenken möchte, weil Jesus jeden Einzelnen von uns erlösen möchte von der Last der Sünde, von aller Schuld durch sein Opfer. Für jeden ganz persönlich gibt Jesus sein Leben hin. Daran denken wir vielleicht viel zu wenig und wir können es auch nicht wirklich begreifen und verstehen. Aber wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir uns diesem Geheimnis nicht nur mit unserem Verstand, mit unserem Intellekt nähern, sondern mit einem offenen Herzen, dann verstehen wir etwas von dieser unermesslichen und unfassbaren Liebe Gottes zu uns, zu allen Menschen, zu allen Völkern und Generationen. Ja, alles möchte Jesus erlösen durch sein Kreuzesopfer. Alles möchte er reinigen, heilen, überall dort, wo die Sünde verwundet hat. Wir alle sind verwundete Geschöpfe, verwundete Menschen. Wir alle sind belastet von der Erbschuld, von unseren persönlichen Sünden und Fehlern. Aber Jesus befreit uns von diesen Lasten, von dieser Last. In seinem Opfer am Kreuz. Er befreit uns im Sakrament der Barmherzigkeit, im Bußsakrament. Er schenkt uns neu sein göttliches Leben, damit wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Als befreite Kinder des einen Vaters im Himmel, als seine geliebten Söhne und Töchter. Damit wir erkennen, dass der Vater aus Liebe zu uns alles geschaffen hat. Er hat alles für den Menschen gemacht. Für uns, seine geliebten Kinder, schuf er Himmel und Erde. Um uns seine Liebe, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Uns ist diese Erde, diese Schöpfung anvertraut. Und wie sehr ist heutzutage diese Schöpfung verwundet. Sie wird ausgebeutet. Ja, die Erde, sie ist durch unsere Gier, ja durch die Gier und die Rücksichtslosigkeit des Menschen tief verletzt. Sie ist gefährdet. Unser Lebensraum, das wird uns gerade jetzt in dieser Zeit immer deutlicher bewusst. Er leidet, ja die ganze Schöpfung leidet unter der Schuld und Sünde des Menschen, unter der Gier, unter der Maßlosigkeit. Aber Jesus möchte uns befreien von dieser maßlosen Gier. Er gibt uns das, was wir wirklich brauchen. Befreit uns von der Gier nach dem Geld und Besitz, nach Macht und Ansehen. Weil er uns die Augen öffnet für diese wahre Wirklichkeit, für unsere Würde als Menschen, als Geschöpfe und Kinder Gottes. Ja, lassen wir uns vom Herrn befreien. Lassen wir uns neu erfüllen vom Heiligen Geist, vom Geist der Liebe, der Wahrheit, der Barmherzigkeit und des Friedens. Der Geist Gottes, er schenkt uns die Fülle der Freiheit des Lebens. Er befreit uns von dieser Versklavung des Materialismus, von dieser Gefangenschaft, von dieser Abhängigkeit, von dieser ja, tödlichen Abhängigkeit von irdischen Dingen. Er schenkt uns diese Kraft, das einfache Leben zu suchen, die Fülle des Lebens. Das, was uns wirklich glücklich macht, offenbart uns der Herr durch seinen Geist. Ja, lassen wir uns befreien vom Herrn. Lassen wir uns neu erfüllen von seinem Geist, vom einen dreifaltigen Gott, der in uns Wohnung nehmen möchte, der durch uns wirken möchte, der auch durch uns seine unermessliche Liebe den Menschen, den Völkern offenbaren möchte. Nur er allein schenkt den wahren Frieden, weil er uns befreit von dieser tödlichen Gier und Rücksichtslosigkeit. Weil er uns diese Erkenntnis, diese Überzeugung und diese Gewissheit schenkt, dass die Macht der Liebe Gottes immer siegreich ist, weil Jesus nicht nur am Kreuz gestorben und nicht nur ins Grab gelegt worden ist, sondern weil er auch glorreich auferstanden ist von den Toten, weil er alle Bosheit, alle Lüge,
alle Sünde besiegt hat, alle Dunkelheit, ja, weil er die Macht der Hölle überwunden hat, weil er glorreich auferstanden ist von den Toten, weil er der Lebendige ist in unserer Mitte und weil er jedem, der auf ihn hofft, auch Anteil schenkt an seiner Auferstehung, an seinem Sieg über den Tod, weil er uns Anteil schenkt an seinem göttlichen Leben, an seiner Gemeinschaft mit dem Vater durch den Heiligen Geist. Amen.